So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 16. September 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir einen Blick auf die Märkte gönnen. Mal schauen, ob wir heute so viel Spektakuläres zu berichten haben. Es ist erstaunlich, wie ruhig das Marktumfeld ist, trotz der aktuellen Entwicklung, die wir in China zu sehen bekommen, beziehungsweise also insofern das, was wir wissen, ehrlich gesprochen. Also ich bin erstaunt, dass die Begrifflichkeit Evergrande da zwar immer mal wieder fällt, aber nicht in irgendeiner Form, das zu einem potenziellen Spillover irgendwie führt und dass es irgendwie auf breiter Front stärkeren Verkaufsdruck in irgendeiner Weise nach sich zieht, obwohl grundsätzlich die Größenordnung schon ausreichend sein dürfte, um zumindest Sorgen hinsichtlich eben nicht nur des Zahlungsausfalls insgesamt, sondern eben da auch des systemischen Risikos, welches eben Evergrande dort für die chinesischen Finanzplätze, aber auch generell vielleicht für den globalen Finanzplatz eben hat. Aber der Markt kann sich aktuell diesen Entwicklungen komplett entziehen. Also wenn wir den DAX anschauen, da sehen wir kaum Bewegung. Auch der S&P gestern final dann endlich mal mit einer stärkeren Gegenbewegung. Es hat allerdings immer noch nicht gereicht, die 4.500er Marke zurückzuerobern. Sieht aber danach aus, ehrlich gesprochen, dass es das eventuell auf der Unterseite dann auch schon tatsächlich eben war. Ja, wir wollen noch einen Blick drauf werfen. Was mit Sicherheit interessant ist, nochmal zurückblicken auf China oder beziehungsweise das nochmal aufgreifen, diesen Gedanken, ist natürlich die derzeitige Performance in Bitcoin. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht dran. Das ist zwar jetzt schon ein bisschen länger her, ich würde mal sagen 12 Monate wahrscheinlich, dass ich ein Spezial damals zu Bitcoin gemacht hatte und in dem Zusammenhang auch China zum Thema gemacht hatte. Stichwort Kapitalverkehrskontrollen, Kapital, was abgezogen wird, und gesagt habe, das könnte ein Treiber sein zurück über die 10.000er Marke. Damals haben wir noch in den Filden gehandelt, wo wir jetzt wahrscheinlich sagen würden, das wären nochmal Einstiegsniveaus eventuell, mit dem Ausblick, dass es dort vielleicht früher oder später dann doch deutlicher nochmal über die 50.000er Marke gehen kann. Aber zumindest mal hatte ich damals einen Gedanken formuliert gehabt rund um die Entwicklung eben in China, mögliche Verwerfungen, die dann Kapitalflüchte in Bitcoin ausgehend von eben den Charakteristika, die Bitcoin mit sich bringt, eben nach sich ziehen könnte. Ja, und in der Tat ist es so, dass wir jetzt uns wieder aufmachen, nach dem Flash Crash letzte Woche, aufmachen eben tatsächlich in Richtung der 50.000er Marke in Bitcoin, und das ist durchaus etwas, was dann auch gleich noch natürlich Thema sein sollte. 47.500 plus minus 200, $300, das ist potenziell eine Region tatsächlich, gegen die wir dort eventuell auch einen Long Trigger eben tatsächlich finden. Auch darauf wollen wir natürlich dann gleich im Folgenden blicken. Bevor wir starten, hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil. Da fragt man sich, ob man sich für den Handel eben eignet, ob diese Produkte für einen geeignet sind. Und dann eben entsprechend startet man zunächst mit einem Demokonto. Link dazu hatte ich schon in die Chatbox gestellt gehabt. Darüber hinausgehend natürlich auch alle weiteren Produkte neben Devisen, CFDs wie physische Aktien, ETFs, einsehbar bzw. eben thematisiert auf der Webseite von markets.com. Dort findet man auch den Risikohinweis. markets.com/de ist die deutsche Präsenz an dieser Stelle. Und ja, nunmehr sei es das meinerseits eigentlich hier mit dem Risikohinweis erstmal gewesen. Alle weiteren Informationen über Elena gerne bei mir Mail schreiben, Twitter, was haben wir noch, Twitter, unterhalb dieses Videos, Kommentare bezüglich gewünschter Märkte und dergleichen. Bin da gerne offen und nehme gerne den Input von euch auf, um dann entsprechend das hier in den Morning Meetings zum Thema zu machen. Wir switchen einmal hier rüber in die Markets X Handelsplattform. Wie gesagt, ich hatte den Link dazu schon eingestellt in die Chatbox, will auch jetzt noch ganz kurz die Möglichkeit nutzen, noch einen zweiten Link hier einzustellen, nämlich jenen Link, der zu einem Webinar, was wir gestern gemacht haben, Spezialwebinar, DAX 30 wird DAX 40 eben gemeinsam mit dem Andreas Bernstein gemacht haben. Und da nochmal alle weiteren Informationen rund um die Umstellung eben vom DAX 30 auf den DAX 40, welche Titel dort jetzt aufgenommen werden, welche Veränderungen das im Hinblick auf den Indexstand und dergleichen beinhaltet, tatsächlich keine. Also das heißt, wir haben hier ein mathematisches Konstrukt, wo einfach die Gewichtung der Einzeltitel eben tatsächlich geändert wird und der Indexstand davon unbetroffen bleibt an dieser Stelle. Ja, wie gesagt, alle weiteren Details in diesem Video, den ich jetzt hier einmal in der Chatbox während des Live-Events einlaufen lasse, beziehungsweise diejenigen, welchen die sich die Aufzeichnung anschauen, die schauen gerne unterhalb dieses Videos in der Chatbox. Da stelle ich dann diesen Link natürlich auch nochmal ein. Und soweit sei es das dann erstmal im Hinblick auf die Links eben tatsächlich gewesen. Ich schaue jetzt mal hier ganz kurz. So, ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen lauter, ob man mich auch hören kann.
Ja, man kann mich hören, sehr schön. Also, ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken, ob der Ton alles übertragen wird, aber wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich wahrscheinlich eher schon eine Meldung kriegen, dann würde die Chatbox voll laufen. Ja, wie gesagt, alle Fragen gerne jederzeit hier stellen. Wir machen mal ganz kurz hier den Bildschirm groß und dann blicken wir einmal auf den DAX. Und wie gesagt, schon das gerade zu Beginn skizzierte Bild, welches wir hier eben vorfinden, welches nicht besonders spektakulär ist. Leicht bullische Vorgaben sehen wir für den Tag. Sie sind so lange auf jeden Fall erstmal long einzuschätzen, wie wir oberhalb des EMA 50 hier wieder auf 5-Minuten-Basis traden. Allerdings, wie ich das heute früh eben auch sowohl im Forum schrieb, als eben aber beispielsweise auch schrieb im, auf Twitter, ist es so, dass ich eigentlich alles unterhalb von 15.800 Punkten jetzt nicht als außergewöhnlich bullische eben tatsächlich erachte. Also sprich, wir haben durchaus jederzeit die Möglichkeit, nochmal einen Push auf der Unterseite zu sehen. Wir haben gestern auch hier während des US-Handels nochmal einen kurzen Flush gesehen auf der Unterseite, der jetzt allerdings nicht so dramatisch ausgefallen ist, ehrlich gesagt. Also im Follow-through hier unter 15.600 Punkte hat es nicht gegeben. Wir haben uns dann in den Abend hinein, haben wir uns stabil präsentieren können und sind dann nahezu unverändert. Ich guck mal ganz kurz, stimmt das? Unverändert. Ja, ich glaube, das kommt ungefähr hin. Ja, 8 Uhr, stimmt, morgens 15:07 sind nahezu unverändert eigentlich, wenn ich hier als Ausgangspunkt für meinen Handel, jedenfalls für meinen Handelstag, die 8 Uhr Region nehme, sind wir für den Tag eben, haben uns verabschiedet. Ja, haben uns nicht groß jetzt verändert. Wir haben leichte Abschläge gesehen über den asiatischen Handel hier. Also jedenfalls, ich würde jetzt mal sagen, ich müsste jetzt mal tatsächlich schauen, wie sich der Hang Seng präsentiert hat, aber es wäre jetzt nicht überraschend, wenn der unter Druck gewesen wäre. Guck mal ganz kurz auf Asia. Ja, Hang Seng minus 1,46% sehe ich hier. Shanghai auch, Shanghai Composite. Das dürfte primär begünstigt sein durch eben entsprechend die Abschläge. Nikkei 0,62% im Minus. Also Asien auf jeden Fall unter Druck, was sich ja dann auch hier im Übernachthandel im DAX entsprechend widerspiegelt. Aber von diesen Abschlägen können wir uns bis jetzt eben, wie gesagt, relativ gut erholen. Konsolidieren oberhalb der nächtlichen Hochs, oberhalb der Open Range, oberhalb des EMA 50. Das sind eigentlich an sich grundsätzlich für besonders kurzfristig agierende Trader eben eher bullische Vorgaben dann, die hier in diesem Zusammenhang eben zumindest mal einen Lauf in Richtung der 15,8 eben zu sehen bekommen könnten. Nichtsdestotrotz, alles was unterhalb, und dann die Gedanken nochmal aufzufassen, alles was unterhalb stattfindet, da wäre ich halt so ein bisschen vorsichtig. Ich könnte mir eben vorstellen, dass wir hier eher nochmal überrollen, dass wir nochmal die 15,6 eben anlaufen. Erst wenn wir wirklich die 15,8 überwinden würden, würde ich sagen, haben wir auch hier dann entsprechend die Vorgaben dahingehend sich auf oder zeigen sich dahingehend aufhellen, dass wir eben einen Lauf nochmal in Richtung der 16.000er Region einkalkulieren sollten. Bis dahin bleibt das ein choppiges Treiben. Wie gesagt, eher mit einem bärischen Einschlag, ausgehend von diesen Entwicklungen, die wir hier im Hinblick auf eben diesen, Immobilienkonglomerat, können wir das so bezeichnen, aus China einfach zu sehen bekommen. Mögliche soziale Unruhen, die dort entstehen können, weil viele Leute im Grunde genommen vor den Scherben ihres Investments stehen, dass eben, dass es zu einem Default kommt, das Hinauszögern von Zinszahlungen, Zahlungsschwierigkeiten, alles in allem im Großen und Ganzen, ausstehende Schulden, auf die wir uns hier beziehen von, ich glaube, es sind 300 Milliarden US-Dollar, wenn ich das richtig jetzt zusammenbekomme. Das ist im Grunde genommen eigentlich, wie gesagt, auch von der Größenordnung her, so ein potenzieller Lehman Brothers-Moment vielleicht in gewisser Form, wobei das natürlich dahingehend ein bisschen anders war, weil wir natürlich diese Immobilienblase, diese Spekulation mit diesen hochkomplexen derivativen Finanzprodukten damals, diesen CDOs, also diesen Credit Debt Obligations, die eben an CDS geknüpft waren und dergleichen, natürlich sich rund um den Globus haben erstrecken sehen. Demnach, da bin ich jetzt tatsächlich nicht tief genug in der Materie drin, beziehungsweise ich habe auch noch nirgendwo wirklich erkennen können, ausgehend von der Größe, ja, in China spielt Evergrande eine große Rolle, aber ob sich das wirklich um den Globus spannt, da habe ich zumindest noch nichts wirklich von gelesen, beziehungsweise wenn ich mir auch die Price Action anschaue, sei es jetzt im DAX, sei es aber auch beispielsweise im S&P und wie sich hier entsprechend eben die Märkte dort diesen Entwicklungen eben entziehen, dann sieht das nicht danach aus, als wenn es eben ein globales Problem eben darstellt, sondern dass es eben zunächst einmal jedenfalls aktuell noch konzentriert lokal auf China eben tatsächlich sich beschränkt. Das bedeutet aber nicht, dass das nicht früher oder später eben hier zu einer Default-Welle kommen könnte, die ein Deleveraging, also eine Enthebelung, beziehungsweise dann entsprechend eine Liquiditätsengpass in irgendeiner Form begünstigt, was dann eben auf dem breiten Aktienmarkt sich erstreckt. Das ist durchaus etwas, was wir im Hintergrund
Hinterkopf halten sollten, was kontinuierlich Sorge eben bereitet und was eben derzeit mich auch eher, auch wenn das Bild im Hinblick auf den DAX sich eher so neutral bis leicht bullish zumindest darstellt, so ein bisschen mit Skepsis behaften lässt und wo ich sage, ich könnte mir eher vorstellen, dass es nochmal einen Leg-Down gibt. Allerdings hängt das im Hinblick auf den DAX natürlich ganz wesentlich davon ab, was wir dann hier im S&P geliefert bekommen. Und ich hatte das gestern hier schon thematisiert gehabt. Also der erste positive Schritt, der wurde gestern dann hier in den Abend hinein gestartet. Also hier beziehungsweise ab 18 Uhr Pi mal Daumen. Wir haben verhältnismäßig unspektakulären Start in den Handelstag eigentlich gesehen. Beziehungsweise mit leichtem Abgabedruck, dann Konsolidierung gegen 4,430. Das ist ungefähr auch die Region gewesen der Tiefs, die wir hier am 13. ausgebildet hatten, was Montag war. Also das heißt hier so die 4,450er Region. Und dann kam eben plötzlich in Anführungsstrichen, was auch immer es begünstigt hat, ab 18 Uhr eben dieser bullische Impuls, der ist auf den Weg gebracht worden. Und wir haben infolge dieses bullischen Impulses, der dann hier um 18 oder im Zeitfenster zwischen 18 bis 19 Uhr initiiert worden ist, eben den Bruch aus diesem kurzfristigen Abwärtstrendkanal gesehen hier, der sich da etwas steiler eben darstellt. Und jetzt attackieren wir im Grunde genommen diese Trendlinie hier, das heißt die obere, ich mache die vielleicht farblich mal, ich heb die mal ab. Machen wir mal eine pinkfarbene draus. Also wir sehen jetzt eine Attacke auf diese pinkfarbene Trendlinie und sollte die zurückerobert werden, dann korrespondiert das an dieser Stelle zeitgleich mit einer Rückeroberung der 4500er Marke plus ergänzend dazu einem Wiedereintreten in diesen übergeordneten Aufwärtstrendkanal im S&P. Und das wäre aus rein technischer Perspektive jedenfalls meiner Einschätzung nach ein positives Signal, was dann auch grundsätzlich eher die Longseite wiederum für den DAX und die Rückeroberung der 15.800er Region wahrscheinlicher werden lässt, als dieses eher erwartete Überrollen und die erneute Attacke auf die 15.6, die ich derzeit unterhalb von 15.8 eben noch sehe. Aber man kann daran schon erkennen, dass der Hauptfokus meinerseits oder beziehungsweise der Hauptimpulsgeber tatsächlich nicht hierzulande oder in Europa gesehen wird, sondern dass wir den in den USA weiterhin haben dürften und dass wir dann eben ab heute Nachmittag eine klarere Richtungsvorgabe eben tatsächlich bekommen. Sobald sich weitere Unruhen oder Sorgen rund um Evergrande eben in irgendeiner Form manifestieren, wäre damit zu rechnen, dass wir gegen diesen Bereich eher nochmal abkippen, uns unterhalb erneut von 4.500 Punkten stabilisieren und dass wir dann in den Wochenschluss hinein nochmal eine Attacke auf die 4.430 bis 4.440er Region hier, den Bereich um die bis dato Wochentiefs und die Tiefs dann an der Stelle von Dienstag eben zu sehen bekommen. Sollte es allerdings, wie gesagt, gelingen, die 4.5 zurückzuerobern, dann dürfte es das zunächst einmal auf der Unterseite gewesen sein. Und dann müssen wir eigentlich wiederum uns geduldig zeigen, denn der nächste potenzielle Impulsgeber, den wir dann auf dem Schirm haben, ist die FED nächste Woche Mittwoch. Und wir wissen auch rein historisch betrachtet, dass wir hier im Hinblick auf die FED eigentlich im Zeitfenster von Montag bis Mittwoch oder naja, machen wir mal Dienstag vielleicht, besonders ab der zweiten Hälfte dann und den Abend hinein, 24 Stunden vor der FED-Sitzung, eigentlich eher bullische Vorgaben haben. Also es ist ein saisonal eigentlich sehr relativ günstiges Fenster, was dann eben einer zeitgleichen Rückeroberung der 4.500er Marke dann für die kommenden Tage zunächst einmal jedenfalls die Long-Seite begünstigt. Mittlerweile muss es aber auch so sein, es fängt an bei mir, sich mehr und mehr der Gedanke wieder zu spiegeln, dass ich sage, ich habe wirklich Schwierigkeiten an dieser Stelle, wirklich ein Vola-Event zu sehen, einen potenziellen irgendwie volatilitätsbegünstiges Trigger-Event. Ja? Wir warten alle auf diese FED-Sitzung, wir warten alle darauf, dass es in irgendeiner Form eine Richtungsvorgabe gibt. Wie sieht es aus mit der Reduktion der Anleiheaufkäufe? Wir hatten jetzt schon sehr deutlich eigentlich auch entsprechende Zeitungsartikel gesehen, Wall Street Journal beispielsweise, letzte Woche Freitag schon bereits, lief über den Ticker, dass man erwartet, dass ab November die Anleiheaufkäufe in der Größenordnung von 15 Milliarden pro Monat reduziert werden wollen. Aktuell sind es 120 Milliarden. Und dass aus dieser Perspektive dann im Großen und Ganzen eben ein stärkeres Anziehen der Volatilität irgendwie nach sich gezogen wird. Die jüngsten Abschläge, die wir hier gesehen haben, also das heißt eigentlich diese komplette Korrekturbewegung, die sich dann ab letzter Woche Freitag, und das war ja letzte Woche, also Donnerstag toppen wir ein bisschen aus und dann gelang es eben hier am Freitag nicht, diese Hochs zurückzuerobern und wir rollten dann entsprechend über und haben entsprechend in den Wochenschluss hinein, beziehungsweise auch in den Start der Handelswoche eher Abschläge gesehen. Also hier war der deutliche Fall unter die 4.500er Marke dann auszumachen, Wochenschluss unterhalb, der dann auch weiteren Abgabedruck eben begünstigt hat. Aber, und jetzt kommt es nämlich, während wir solch eine Korrekturbewegung dann
durchaus haben erwarten dürfen, so ist es dennoch so, dass wir natürlich uns auch vor Augen führen müssen, wir handeln weiterhin, also handelten, so will man es mal sagen, im Bereich der Tiefs, die wir hier am Dienstag ausgebildet haben, 4.440 Punkte roundabout, das waren etwas mehr als 3%, die wir von den Allzeithochs korrigiert sind. Und das, ja, das war schon so eine Art, ja, dann macht das plötzlich Sinn, was ich gestern meinte in meiner DAX-Analyse, als ich in der Headline das Wort Salami-Crash im Grunde genommen so schrieb. Also das ist so scheibchenweise, dass die Scheiben so fallen, leicht, dünn, je nachdem, die eine mal ein bisschen dicker, die andere ein bisschen dünner. Aber wir haben nicht einen Tag zum Beispiel gesehen, wo wir in irgendeiner Form ein Minus gesehen haben in der Größenordnung von 1,5, 2% oder dergleichen, sondern das waren wirklich 0,3%, 0,5%, 0,89%. Und das war wirklich so klein scheibchenweise. Und jetzt sieht es danach aus, besonders nach dem gestrigen kurzen bullischen Impuls eben, dass es das eventuell auf der Oberseite schon wieder war. Trotz der Sorgen rund um ein Taper, trotz der Sorgen rund um dieses Implodieren eben dieses Immobilien. Fonds, so nennen wir ihn jetzt mal sehr grob gesprochen, Evergrande in China an dieser Stelle. Und all das in Kombination lässt die Wahrscheinlichkeit höher und höher werden. Nicht nur, dass es das schon auf der Unterseite war, sondern dass hier keinerlei wirklicher Impulsgeber für die Volatilität eben garantiert ist. Also, dass es ein verhältnismäßig ruhiger, eigentlich saisonal schwacher Börsenmonat dieses Jahr wird, trotz aller Spannungen, die sich in irgendeiner Form an allen Ecken und Enden zeigen, trotz eben auch des stark überdehnten Modus auf der Oberseite oder anders zusammengefasst, so wie es derzeit hier den Anschein macht, käme wirklich ein stärkeres Anziehen der Volatilität dahingehend überraschend, beziehungsweise käme nicht nur überraschend, sondern es könnte eventuell sogar der Wegbereiter für ein verhältnismäßig, die aktuelle Performance, einfach für ein verhältnismäßig starkes viertes Quartal werden. Und dass wir eben hier nicht nur die Allzeithochs nochmal anlaufen, sondern uns eventuell sogar darauf einstellen sollten, dass es in den Jahresschluss hinein eben realistisch nochmal Aufschläge bis in Gefilde um 5.000 Punkte eventuell im S&P gibt, die dann natürlich auch folgerichtig auf den DAX durchschlagen würden und im Hinblick auf den DAX dann eben ein deutliches Überlaufen der 16.000er Marke nach sich ziehen. Also auch wenn es mir persönlich schwer fällt und es genügend Gründe gibt, die man ins Feld führen kann, eine bärische Performance sowohl für den S&P zu sehen als eben beispielsweise auch für den DAX, so scheint es dann eben die Notenbank-Liquidität eben zu richten. Ja, und da scheint es einfach, die scheint es einfach zu richten. Und demnach ist es dann so, dass wir eventuell für die kommenden 3 Monate erwarten sollten, dass es eher nochmal deutlichen Run auf der Oberseite gibt. Wie gesagt, aktuell ist das ein sehr, 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 sehr tristes Treiben, was wir eben hier zu sehen bekommen. Das hatten wir jetzt gerade 15,8, wie gesagt. Das wäre so ein erster Brocken, den man aus dem Weg räumt und oberhalb dem es dann nochmal in Richtung der 16.000er Marke gehen könnte. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, was haben wir denn jetzt im Hinblick auf den großen Verfall, der ja am Freitag ansteht, also morgen, was haben wir denn dort zu erwarten? Ehrlich gesprochen haben wir da gar nichts zu erwarten. Wir sehen ein recht hohes Open Interest geschriebener Calls. Verzeihung, Puts, Puts. Auf hier das 15.000er Level. Also das bedeutet etwas anders formuliert, eine ernsthafte Attacke auf die 15 ohne jetzt einen externen Trigger wird es mit Sicherheit nicht geben. Ja, wir sehen allerdings auch hier, muss ich ehrlich gestehen, dass grundsätzlich eigentlich, dass sich alles sehr unspektakulär präsentiert. Also ich tue mich wirklich schwer, hier irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Der Spulentonband war es, glaube ich, bei mir im Forum, der fragte vorgestern. Oder schon am Montag fragte er, was denn die 15.700er Marke eventuell, ausgehend von auch jetzt dem aktuellen Handeln auf und um dieses Level, schon seit im Grunde genommen Wochenbeginn. Also, wenn wir mal kurz einen Blick drauf werfen, man kann das ja erkennen. Ich gucke mal ganz kurz, 14, 13. Also, wir sahen nach der kurzen Attacke hier, vergangene Woche Freitag, sahen wir dann ja den Push zurück über die 15,7, das aktuelle Niveau. Und jetzt pendeln wir seit im Grunde genommen eigentlich, nachdem es am Montag diesen kurzen Schub, diesen bullischen Wochenstart gab, pendeln wir um die 15.700er Marke. Und können uns hier nicht wirklich von diesem Niveau wirklich abstoßen, weder auf der Ober- noch auf der Unterseite. Und dann ist das natürlich im Hinblick jetzt auf den Verfall, der jetzt ansteht, folgerichtig die Frage. Dass man sagt, naja, vielleicht gibt es ja hier ein besonders hohes Interesse der Marktteilnehmer auf dieses Niveau. Dem ist aber nicht so. Also ich habe das dann hier, ich hatte auch den Link dann dazu eingestellt, wir können hier erkennen, dass es wirklich, wirklich minimal die Erhebung um 15.700, 750 Punkte, sowohl in Bezug auf die geschriebenen Calls als auch in Bezug auf die beschriebenen Puts. Was ich mit Sicherheit interessant finde, ist, dass hier die roten Balken an dieser Stelle, 15,7, 15,6, 15,5 und dann auch hier 15.400 Punkte, dass die verhältnismäßig
Großschein. Daraus würde ich jetzt allerdings schließen, ehrlich gesagt, dass wir hier wahrscheinlich eine Price Action haben, die aus einer etwas komplexeren Struktur in irgendeiner Form erwächst. Also, dass da Marktteilnehmer eventuell Puts geschrieben haben im Zusammenhang mit irgendwelchen Iron Condor Strategien oder Butterflies oder irgendwelchen Bull Call Spreads und Bear Call Spreads und wie sie alle heißen, dass das eben einer der Gründe sein dürfte, weswegen wir hier ein verhältnismäßig hohes Open Interest in diesem Bereich sehen. Also bedeutet etwas anders formuliert, selbst wenn es zu einem kurzen Schub auf der Unterseite käme, ist das für uns vielleicht auf Intraday-Test-Perspektive ausgehend von dem aktuell sehr, sehr unspektakulären Treiben ganz interessant. Aber große Volatilität auch im Hinblick auf eben den Verfall morgen sollten wir nicht erwarten. Also es käme tatsächlich aktuell überraschend, wenn wir uns deutlich in Richtung 15,8 nach oben beziehungsweise 15,6 nach unten abstoßen würden. Sobald es soweit kommt, heißt es aber nicht, dass darüber hinausgehend eben schöne Trends in irgendeiner Form beginnen zu etablieren, sondern dass das ein eher grundsätzlich sehr hakeliges Treiben eben tatsächlich wird. Ja, so viel zum DAX an der Stelle. Mehr gibt es an dieser Stelle nicht wirklich zu berichten. Ich guck mal ganz kurz in die Chatbox. Das musste ich gerade an meine Mutter denken. Nicht, dass meine Mutter hier guckt, wenn sie zuschaut, aber Mad Voter Investing schreibt, juhu, ich muss da jetzt an meine Mutter denken, weil das immer so ein Running Gag war, als ich ein kleiner Junge war, dass sie immer ganz übertrieben sagte, huhu. Na gut. So, DAX. Ja, das wäre es im Zusammenhang mit dem DAX gewesen. S&P 500 haben wir dann auch in aller Breite eigentlich zum Thema gemacht. Kurzer Blick nochmal auf den Nasdaq. Auch der ist alles andere als wirklich spektakulär. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin auch gerade so ein bisschen, es fällt mir extrem schwer, auch nicht nur jetzt in Bezug auf den Nasdaq, sondern generell auf auch US-Einzeltitel eben actiongeladene Titel irgendwie zu finden. Wir hatten jetzt ein bisschen Entwicklung in einigen Gaming-Aktien, beziehungsweise Casino-Titel, glaube ich, ist besser die Bezeichnung, nicht wirklich Gaming. Und zwar Wynn oder auch Las Vegas Sands, LVS. Da gab es ein bisschen Volatilität dahingehend, dass wir einfach ein erhöhtes Pre-Market-Volumen gesehen haben, beziehungsweise es zu Abgabedruck kam. Und dieser Abgabedruck, der resultierte vor allem aus Meldungen, dass eben die chinesische Regierung hier in Macau eben die Daumenschrauben aus regulatorischer Perspektive eben anzieht und das hat eben Abgabedruck nach sich gezogen, aber selbst da hat sich dann Intraday nicht wirklich etwas Phänomenales herauskristallisiert. Ich guck mal ganz kurz, ob ich die Aktie überhaupt schon offen. Nee. Gut, dann machen wir es mal ganz kurz. Las Vegas Sands, das ist der Titel. Und also, wir sehen offensichtlich die Aktie schon seit geraumer Zeit stärker unter Druck hier. Schöner, sauberer Abwärtstrend, der sich eben herauskristallisiert. Und hier kam es eben dann am Montag schon bereits zu einem recht scharfen Gap auf der Unterseite. Wir haben dann auch hier nochmal Abgabedruck gesehen. Das war gestern eben tatsächlich dieses Gap-Down, aber ein wirklicher, oder, Verzeihung, vorgestern? Nee, gestern, Abgabedruck. Aber wirklich ein Follow-through in irgendeiner Form ist ausgeblieben. Also es hat sich jetzt keine schöne Abwärtsstruktur eben herauskristallisiert. Ein Großteil dieser Abschläge, die sich eben hier herauskristallisieren, dieses Abgabedrucks, steht eben aus dem Umstand, dass da größtenteils eben über Nacht Downgaps eben etabliert worden sind. Also das war nicht besonders spektakulär, das in irgendeiner Form zu traden tatsächlich. Und mal schauen, ob sich das in den kommenden Tagen hoffentlich ändert. Allerdings, wie gesagt, also vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade skizziert habe, auch für den S&P an der Stelle, auch im Tech-Bereich, also jetzt ist Wynn Las Vegas Sands, das sind jetzt nicht unbedingt Tech-Titel, ganz im Gegenteil. Aber zumindest mal ist es unglaublich schwierig aktuell, wirklich schöne, trendige Strukturen Intraday zu erwischen. Nicht, dass es unmöglich wäre. Wir hatten jetzt Affirm Holdings beispielsweise, das war letzte Woche Freitag, das war eine extrem starke Vorstellung an dieser Stelle, aber nichtsdestotrotz, also man muss derzeit, glaube ich, sehr, sehr selektiv sein, besonders auch im Einzeltitelbereich, aber das gilt eben dann auch größer dann im Equity-Index-Bereich und dergleichen eben und muss sehr, sehr selektiv eben tatsächlich vorgehen, hier entsprechend eben seine Titel zu finden. Die Korrekturbewegung im S&P oder dieses Austoppen, dieses Überrollen, das hält weiter hier an aktuell. Allerdings
Oberhalb von 15.300 Punkten, das ist so der Bereich. Ich würde mal sagen, das sind ungefähr die Tiefs von gestern, so Pi mal Daumen, kommt es hin, ja. Ist eigentlich eher nochmal mit einem Anlaufen der 15.500er Region und Rückeroberung zu rechnen, die dann auch den Weg bereitet in Richtung Allzeithochs. Also hier ist es erstaunlich, wie wir uns der Sorge rund um den Taper entziehen können. In dem Zusammenhang hatten wir ja auch Nvidia zum Beispiel zum Thema gemacht. Das ist dann immer noch so ein Titel, den ich hier als unglaublich interessant erachtete. Mittlerweile auch nicht mehr, das hat sich auch erledigt. Eigentlich für ein Shortplay, dass man sagt, wir sind jetzt relativ stark überdehnt auf der Oberseite und ein Pull in gegen 200, vielleicht sogar 180, 190. Also diese Trendlinie hier, diese pinkfarbene, scheint durchaus denkbar. Das wäre dann also der klassische Einzeltitel gewesen, wo ich sage, den würde ich für solch ein Shortplay, wenn ich es nicht im Nasdaq eben spielen würde, würde ich das heranziehen. Das ist aber eine bockstarke Vorstellung. Das war es schon letzte Woche Freitag eigentlich. Das war schon eine bockstarke Vorstellung. Wir haben zwar leichten Abgabedruck gesehen, ja, letzte Woche Freitag am 10. Ich fahre mal ganz kurz hier zurück. Aber es war eben dann auch nur kurz initial zur Markteröffnung und in den Schluss hinein, also wo dann wirklich der übergeordnete Markt auch stärkeren Abgabedruck sah, wo wir wirklich die Vola zurück über 20 Punkte haben ziehen sehen, also im Volatilitätsindex VIX, da hat sich hat sich hier Nvidia komplett dieser entzogen. Und seitdem konsolidieren wir einfach jetzt seit nunmehr roundabout 3, 4 Wochen hier zwischen 220 und 230 US-Dollar pro Aktie. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist auch ein jetzt mittlerweile potenzieller Kandidat eher nochmal für ein Fortschreiben dieser bullischen Entwicklung, besonders wenn sich dann der übergeordnete Markt beginnt, wieder in Richtung der Long-Seite eben zu entwickeln, dass wir eigentlich gegen die 220 einen interessanten Long-Einstieg haben mit erwarten Break über 230 und eventuell dann auch weiteren Aufschlägen, die uns potenziell fühlen könnten. Ich würde mal sagen, vielleicht bis in Gefilde um 2,50 mindestens, vielleicht sogar 2,60. Und wo du natürlich dich vorsehen solltest, entsprechend eben die Short-Seite zu traden, setzt alles voraus, dass es nicht zu Spikes in Zinsen kommt. Wie gesagt, zu dieser in Anführungsstrichen finanziellen Kernschmelze in China, Evergrande und dergleichen. Aber es ist zumindest mal, ausgehend von der aktuell charttechnischen Konstellation, eine extrem starke Vorstellung. Also neben Tesla und neben Tesla an der Stelle mit Ziel 800 und Break höher, sehe ich beispielsweise auch Nvidia als sehr, sehr starken Einzeltitel tatsächlich, sofern die Situation sich weiterhin derart darstellt, wie sie sich derzeit darstellt. Und erwarte eigentlich eher weiter das Fortschreiben dieser bullischen Struktur, wie gesagt, im Hinblick auf Tesla mit der zeitnahen Rückeroberung der 780, 800er Region. Wenn nicht jetzt in den kommenden Tagen, dann allerdings mit der jetzt anstehenden Earnings Season ab Ende Oktober. Also das heißt, in einem Monat von jetzt scheinen das dann durchaus Kandidaten zu sein, die sehr substanzielle Breaks auf der Oberseite, sofern das übergeordnete Marktumfeld derart ruhig bleibt, wie sich derzeit präsentiert, eben auf den Weg bringen können. Ja, also das alles leite ich aus diesem zwar Überrollen einerseits, aber dennoch dieser sich nicht beschleunigenden Bewegung auf der Unterseite eben tatsächlich ab. Und das gilt erstmal, solange wir oberhalb von 15,3 im Nasdaq eben handeln. Selbst wenn wir unter das Level rutschen würden, fänden wir hier schon bereits zwischen 15,150 bis 15,2 potenzielle Regionen, wo man stärkeren Support erwarten, gegen welchen wir erneut aufdrehen und dann eben früher oder später uns in Richtung dann des nächsten psychologischen Meilensteins bis 16.000 Punkte eben aufmachen könnten. So, das also zu Equities bzw. Indizes. Werfen wir mal einen Blick auf zum einen den US-Dollar, also beziehungsweise den Euro zum US-Dollar. Ich hatte in dem Zusammenhang ja schon seit geraumer Zeit eher die Short-Seite favorisiert. Wir sehen ihn hier entsprechend seit heute früh nunmehr stärkeren Abgabedruck getragen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt keinen fundamentalen Katalysator in irgendeiner Form gesehen, der jetzt hier diesen Break unter die 1,18 getragen hätte. Ich hatte gerade eher verhältnismäßig hawkische Kommentare eigentlich von Herrn Rehn. Das ist, lass mich kurz gucken, Rehn EZB. Das ist der Herr von der Finnland, richtig, Olli Rehn. Mal gehen wir mal ganz kurz hier drauf. Einen Moment. LiveSquawk. Der hat ein paar amüsante Kommentare gemacht, was ich mit amüsant meine. Das wird gleich hier ersichtlich. Und zwar: Transition from crisis measures will be very gradual. Okay. Long-term inflation expectations below ECB goal. Also die aktuelle langfristige Inflationserwartung liegt unter dem EZB-Ziel.
Wir sind ja weiterhin deutlich oberhalb, besonders in Deutschland, deutlich oberhalb der Zielmarke von 2%, das sollten wir nicht vergessen. Er hat auch noch was anderes gesagt. Achso, ja, above target temporary. Es ist also ein nur vorübergehender Effekt, dass die Inflation oberhalb der Erwartung liegt. Desto häufiger übrigens Notenbanker das jetzt kommunizieren, desto häufiger es heißt, es ist transitory, desto mehr sollte uns das eigentlich beunruhigen. Dann das ist das, wenn es wirklich so transitory wäre, wie uns das rund um den Globus kommuniziert wäre, dann müsste man das nicht ständig betonen. Also, ne, das ist also ungefähr genauso wie die Rente ist sicher. Ja? Ja, wenn die Rente so sicher wäre, dann müsste man es nicht sagen. Dann ist das ein allgemeines Verständnis, dass die Rente sicher ist. Aber er hat auch noch was anderes gesagt, und zwar im Hinblick auf Zinsen. Mal kurz gucken. Ach ja, da ist er. Ja. Ja. Er sagte, Rate Hike not yet in sight, also bis jetzt ist noch keine Zinsanhebung in Sicht, aber will happen one day. Ja, 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 das mit Sicherheit. Und wenn es nicht mit dem Euro ist, dann vielleicht mit der Währung, die danach eben auf den Weg gebracht wird, dass man wieder von einer Normalisierung des geldpolitischen Zyklus in irgendeiner Form ausgeht. Ich glaube allerdings, im Hinblick eben auf den Euro sind die Chancen, auch in meinem Fall, und ich bin noch keine 40, also aber relativ gering, dass wir hier nochmal eine Zinsanhebung sehen werden. Außer das ist so ein Bravado-Akt wie mit Herrn Trichet in 2011, der dann irgendwie einfach mal kurz eine Leitzinsanhebung auf den Weg bringt. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, die dann allerdings genauso schnell auch wieder revidiert worden ist. Ich zeige das mal kurz hier, Euro Area. Money und hier Interest Rate. Mal gucken, ob das drauf ist. Ja, da kann man es erkennen. Ja, da gab es mal so einen kurzen, kleinen Moment einer Normalisierung des geldpolitischen Kurses, nachdem wir nach der Finanzkrise hier uns derart stark unter Druck präsentiert hat, oder unter Druck, also den Leitzins massiv reduziert worden ist. Und dann hatte man in diesem Zusammenhang eben hatte man dann hier eine Zinsanhebung auf den Weg gebracht, kurz bevor dann, ja, im Grunde genommen dieser expansive geldpolitische Kurs initiiert worden ist. Das war auch zu Zeiten von, interessanterweise, der Griechenland-Krise und dergleichen. Also das war irgendwie in der Nachbetrachtung, ist schwer, das jetzt zusammenzubekommen, ehrlich gesagt, das ist schon 10 Jahre her, aber auf jeden Fall, da gab es die letzte Zinsanhebung, so viel kann man an der Stelle auf jeden Fall sagen, unter Herrn Trichet noch, und wie gesagt, das war dann auch genauso schnell wieder hinfällig, dieser Versuch, in irgendeiner Form eine Normalisierung der Geldpolitik auf den Weg zu bringen, wie er gekommen war. Gut, aber zurück vom Ketzertum. Also das war heute Morgen eine Äußerung, die eigentlich, ehrlich gesprochen, hätte ein Euro eher stärken sollen, sofern das überhaupt eine Relevanz hatte. Findet aber überhaupt gar nicht statt, sondern stattdessen sehen wir, wie gesagt, seit im Grunde genommen eigentlich Eröffnung der europäischen Märkte hier fortwährend Abgabedruck, der sich auch übrigens dann im US-Dollar dahingehend wahrscheinlich eher interpretieren lässt, dass es US-Dollar stärker ist und zeitgleich eben im Gold an dieser Stelle eben auch unter Druck gebracht hat, unter die 1800 zurück in den Key-Bereich um 87, da kommen wir auch noch recht auf zu sprechen. Auf jeden Fall ist das Bild, was ich jetzt in den letzten Tagen hier für den Euro skizziert habe, mit einem Short gegen die 1850er-Region, also gegen dieses Level zu riskieren, fängt an, sich wieder gut laufend zu präsentieren. Also diese Short-Einschätzung, die scheint eben jetzt hier durch was auch immer sich zu manifestieren. Und sollte es jetzt hier zu einem Fall auf neue Wochentiefs kommen, also sollten die Tiefs hier, die Montag ausgebildet wurden, um 17,70 unterschritten werden und wir sind knapp dran, also wir handeln im Bereich der Wochentiefs, dann ist auch durchaus realistisch, dass wir vielleicht in den Wochenschluss hinein mit einem Lauf nochmal in Richtung der 1,17er-Region uns konfrontiert sehen. Möglicher global makroökonomischer Trigger, also weitere US-Dollar-Stärke begünstigende Treiber, könnten die Retail-Sales-Zahlen sein, also die Einzelhandelsumsätze, die um 14.30 Uhr unserer Zeit veröffentlicht werden, werden heute erwartet mit minus 0,8%. Also Einzelhandel ist kontinuierlich weiter auf dem Rückmarsch. Also das heißt, die Einzelhandelsumsätze, die kurzen Spikes, die wir hier mal auf der Oberseite gesehen haben, die sind vor allem getragen worden durch natürlich diese Stimulus-Checks, diese Geldgeschenke seitens der US-Regierung, die dann eben im Grunde genommen
den Leuten in den Briefkasten geliefert wurden, und die haben die dann in den Einzelhandel getragen. Seitdem allerdings dieser Stimulus weg ist und dass diese Unterstützung nicht mehr gibt, ist es offensichtlich so, dass wir kontinuierlich im Grunde genommen eben uns auf dem Rückzug bewegen. Also hier kann man das sehen. Das waren die ersten Stimulus-Checks. Hier gab es nochmal so ein Stimulus-Checks Geschenk Anfang des Jahres und dann nochmal hier. Und sobald diese Spikes eben abgetragen worden sind, hat es eben eine kontinuierliche, mittlerweile sogar deutliche Stabilisierung der Einzelhandelsumsätze unterhalb der 0%-Marke gesehen. Also Month on Month, das sind auf Monatssicht eingefangene Zahlen. Jetzt wird man sich vielleicht fragen, okay, warum verweise ich so auf die Einzelhandelsumsätze? Weil wir uns immer vor Augen führen müssen, dass die Einzelhandelsumsätze das Rückgrat der US-Wirtschaft sind. Die Einzelhandelsumsätze haben etwa 35%, 33 bis 35%, roundabout ein Drittel Gesamtanteil am US-Bruttoinlandsprodukt. Und das ist etwas, das sollte nicht unterschätzt werden. Bedeutet jetzt wird man sich fragen, okay, das ist ganz interessant, aber was kann ich jetzt damit aus trading-technischer Sicht machen, beziehungsweise warum sollte das hier den US-Dollar weiter treiben? Das hat damit zu tun, weil man jetzt sagen könnte, nun, wenn diese Zahlen überraschend mal einen kurzen Spike auf der Oberseite sehen, also nicht jetzt wie im Vormonat, wo sie mit minus 0,3% erwartet worden sind und mit minus 1,1% veröffentlicht worden sind. Was wäre denn, wenn wir jetzt mit minus 0,8 erwartet werden, aber die Zahl kommt eben bei zum Beispiel minus 0,3 rein, also weniger schwach als erwartet, vielleicht sogar im Bereich um 0%. Nicht, dass das ein positiver Effekt für den Einzelhandel wäre, aber es würde vielleicht im Gesamtkontext kurzfristig nochmal eben Spekulationen anfachen, dass die Fed zumindest mal ernst macht und eben dann in Verbindung mit den derzeitigen Inflationserwartungen, Querstrich auch den Entwicklungen am US-Arbeitsmarkt, den Schritt macht und sagt, okay, wir reduzieren die Anleiheaufkäufe nicht wie erwartet um 15 Milliarden pro Monat, sondern beispielsweise um 20 Milliarden. Ob das dann so kommuniziert wird oder nicht, das sei jetzt mal, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber die Spekulation alleine darum wäre in der Lage, mit Sicherheit hier den US-Dollar eben dann zu treiben und könnte dann eben genau diesen Run in Richtung der 1,17er, Verzeihung, Region im Euro-US-Dollar eben nach sich ziehen. Also hier bleibt der Vorteil auf jeden Fall auf der Short-Seite. Wir hatten diesen Short gegen die 1,1850er-Region, hatten wir zum Thema gemacht. Jetzt kommt der Drop eben unter das 1,17er-Level, Attacke auf die Wochentiefs. Und der Fall tiefer, der könnte, wie gesagt, 1,1750 bis 1,17 sogar dann in den kommenden Tagen aktivieren im Hinblick auf die Fed. Und dann gucken wir einfach mal, was uns jetzt die Fed dann nächste Woche Mittwoch einfach schlichtweg liefert. Bis dahin scheint es aber so zu sein, dass der US-Dollar eher weiter Bid ist. Also das heißt, er in der Nachfrage sieht, Querstrich Euro-US-Dollar eher offered. Also das heißt, er Verkaufsdruck eben sieht. In diesem Zusammenhang, wenn wir auf den US-Dollar blicken, natürlich immer auch ein Blick hier auf Gold. So, also die Rückeroberung der 1800, die gelingt offensichtlich nicht. Wir hatten gestern hier ja die 1800er Region möglicher Long gegen den Bereich knapp drunter, ne? 7,95, glaube ich, hatte ich gesagt. 7,95 möglicherweise long mit Stop unterhalb dieser Konsolidierungszone. Es gab allerdings nicht eine Sekunde ein wirkliches Aufbegehren gegen diesen Bereich, sondern wir rutschen jetzt, Folge dann auch der US-Dollar Stärke, die wir derzeit ausmachen können, eben nochmal in Richtung der unteren Range-Begrenzung. Und diesen Break Tiefe, den hatten wir ja letzte Woche. Nee, gar nicht letzte Woche. Nee, stimmt gar nicht. Dienstag hatten wir schon. Am Dienstag hatten wir den thematisiert gehabt. Stichwort Inflationszahlen, die veröffentlicht worden sind. Die sind ja dann wie erwartet reingekommen, beziehungsweise haben eben hier diesen Push höher eben in Gold nach sich gezogen, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eben der geldpolitische Spielraum seitens der Fed eher größer wird, dass man keine Reduktion der Anleiheaufkäufe initiieren muss und folgedessen dann eben besonders zehnjährige Zinsen eher unter Druck geraten sind, Realverzinsung negativer geworden ist und dadurch dieser Push in Richtung und über die 1800 in Gold initiiert worden ist. Aber dieser Impuls, der wird jetzt wieder komplett abverkauft. Und jetzt schauen wir einfach mal, das könnte jetzt erneut eine Attacke geben, die dann jetzt mit etwas zeitlicher Verzögerung aber dann erfolgreich eben ist, auch vielleicht getragen durch die Einzelhandelsumsätze. Ich will die nicht zu hoch gewichten, tatsächlich. Es könnte auch, oder es ist am wahrscheinlichsten, sagen wir es mal so, dass es ein Non-Event wird, aber zumindest mal sollte man hier die technisch relevante Region um 1775 US-Dollar pro Feinunze, sollte man nicht unterschätzen. Sobald wir eben dieses Level brechen, ist weiterer Abgabedruck bis 57 denkbar und das könnte dann auch der Wegbereiter eben sein, tiefer, vielleicht nochmal einen Test der 1700er Region nach sich ziehen, weswegen ich im Hinblick auf Long-Engagements in Gold gerade verhältnismäßig vorsichtig eben tatsächlich wäre. Also das sieht nicht sehr, sehr vorteilhaft derzeit aus. Es ist eher damit zu rechnen, dass wir hier einen Push nochmal
in Richtung mindestens der 57 eher nochmal tiefer zu sehen bekommen. Was dann übrigens 1 zu 1 geht durch die negative Korrelation US-Dollar-Gold eben mit dem Schub tiefer im Euro-US-Dollar in Richtung der 1,17er-Region und tiefer. So, ja, das also zum Euro-US-Dollar, zu Gold, Einzelhandelsumsätze, die heute anstehen. Und jetzt blicken wir nochmal ganz kurz hier auf die Entwicklung in Bitcoin. Schau mal kurz nochmal in die Chatbox. Also, bisschen ungünstig, ehrlich gesagt. Gucken, vielleicht ein Stück weit tiefer. Wir hatten doch gestern 5 Minuten, das war doch hier in dem Bereich, oder? Moment, ich will mal ganz kurz schauen. Haben wir uns nicht long gegen diesen Bereich positioniert? War das nicht was, was wir jetzt zum Thema gemacht hatten? 15. Ich glaube, das kommt gut hin, ne? Dass wir gegen diesen Bereich uns eher long positioniert hatten mit Stop unterhalb der 46,3, 46,7. Glaube schon. Also auf jeden Fall, Bitcoin sieht weiter Kapitalzuflüsse. Und wie gesagt, eine der Überlegungen, die dem halt entgegensteht, oder einer der Gründe, die ich hier ins Feld führen würde, für meinen insgesamt bullischen Ausblick eben für Bitcoin, wird eben jetzt durch Evergrande in China einfach geliefert. Wir haben eine, ich guck mal ganz kurz, vielleicht habe ich sogar hier eine, einen Augenblick, ich schau mal ganz kurz, ich schau mal ganz kurz in meine Slides für. In meine Slides von letztem Jahr, aus dem Tutorial, einen Augenblick. 20.000, das waren gar nicht 10.000, 20.000 waren es. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Jetzt sehe ich das. Jetzt sehe ich das. Ja, ich mache mal ganz kurz hier die Slide auf. Die Vorteile von Bitcoin. Also, Zahlungsfreiheit, keine Feiertage, keine Grenzen, keine Bürokratie. Bitcoin ermöglicht die vollständige Kontrolle über dein Geld. Gebührenkontrolle, ja, weniger Risiken für Händler und Dienstleister. Sicherheit und Kontrolle. Bitcoin-Zahlungen können ohne persönliche, an die Transaktion gebundene Informationen erfolgen. Das ist interessant, besonders der letzte Punkt. Jetzt kommt nämlich die Nutzung von Bitcoin zwecks illegaler Aktivitäten, in Anführungsstrichen. Keine Grenzen, also sprich, Bitcoin ist frei von Kapitalverkehrskontrollen. Ganz kurz zur Erklärung, was das ist. Kapitalverkehrskontrollen sind eine Maßnahme einer Regierung, einer Zentralbank oder einer anderen Aufsichtsbehörde, die ergriffen wird, um den Zu- bzw. Abfluss von ausländischem Kapital in oder aus der heimischen Wirtschaft einzudämmen. Und Bitcoin-Transaktionen erhalten keine sensiblen oder persönlichen Informationen des Kunden. Anonyme Zahlungen sind möglich und vielleicht sogar anonymer als Zahlungen in Bar, da physische Präsenz nicht erforderlich ist. Blablabla. Blicken wir mal nach China. Und hier habe ich das mal relativ detailliert eben ausgearbeitet. Also, wir haben zum einen ein massives Wachstum in den letzten 10 Jahren, hauptsächlich kreditgetrieben und wurde vom IWF und unter anderem bereits mehrmals als gefährlich eingestuft. Letztes Jahr, das war wie gesagt, ist aus der Präsentation aus dem Jahr 2020, September ungefähr, war es so, dass durch Corona und der resultierenden globalen Rezession das Risiko einer Implosion der chinesischen Wirtschaft, Explosion der Schuldenblase durch massive Kapitalabflüsse ausgelöst wurde, dramatisch angestiegen ist. Und als Resultat hieraus, dass das nicht nur einfach eine Überlegung ist, sondern dass das auch wirklich schon auch entsprechend thematisiert wird, ist es so, dass das China State Administration of Foreign Exchange, kurz SAFE, eine Reihe von Maßnahmen, Kapitalkontrollen eingeführt hat mit dem Ziel, die Kapitalflucht aus China einzudämmen, insbesondere für Immobilieninvestitionen chinesischer Einzelpersonen und Unternehmen. Ich will das mal ganz kurz hier kurz gucken. Einen Moment. Kann man den Link hier kopieren? Ja. Mal ganz kurz hier drauf. So. Mal gucken, ob der überhaupt noch online ist, ehrlich gesagt. Na, 30.8. Ja, doch. China imposes new capital controls, targets foreign real estate purchases as Yuan falls to 11-year-low. Also das ist schon aus 2019, das ist schon 2 Jahre alt, der Artikel hier. Aber in diesem Zusammenhang wird eben ganz besonders auf den Immobilienmarkt hier in diesem Zusammenhang seitens der
seitens dieses Artikels verwiesen in China. Und jetzt habe ich hier Folgendes gemacht. Hier ist Bitcoin gegen den US-Dollar versus dem chinesischen Yuan gegen den US-Dollar, die ich einfach mal hier überlagert habe. Und es ist nicht in Stein gemeißelt, diese Korrelation. Also nicht, dass man das irgendwie missinterpretiert, dass wir, wenn wir Kapitalabflüsse aus dem chinesischen Yuan sehen, automatisch eine Nachfrage nach Bitcoin eben sehen. Aber es gab durchaus im Jahr 2019 ganz besonders, als diese Kapitalverkehrskontrollen, da guckt man hier unten auf den Zeitstempel, 2019 bis 2020, also hier war dann Corona, das war also noch vorher, dass es dort eine unweigerlich erkennbare Korrelation gab, wenn es aus dem chinesischen Yuan rausgeht, also sprich wir in Orange, der Pfeil nach unten geht und es entsprechend zu einem Run aus dem chinesischen Yuan zurück in den Dollar kommt, dass dann zeitgleich es zu einem Anstieg hier von Bitcoin gegen US-Dollar kam. Also das konnte man durchaus schon erkennen. Und dann habe ich in diesem Zusammenhang eben hier nochmal, das ist nett, ne? 20.000 Dollar damals, wenn China kollabiert. Aber China befindet sich aktuell in einer Zwickmühle, habe ich damals ausgestellt. Einerseits will man Kapitalabflüsse, eine Schwächung des Yuan vermeiden. Andererseits braucht man einen schwachen Yuan zur Stabilisierung der heimischen Wirtschaft. Und die Maßnahmen werden verzweifelter. China hat am vergangenen Wochenende, also jetzt muss ich ganz kurz in dem Zusammenhang schauen, wie gesagt, das war im, glaube ich, September, August oder September 2020, also wie gesagt, das ist 12 Monate her, hat hier Mindestanforderungen für Währungsterminkontrakte gestrichen, Leerverkäufe von chinesischen Yuan somit einfacher gemacht. Besonders wenn der Dollar weiter abwertet, sehe ich die Gefahr, dass Chinas Versuche, den Yuan zu schwächen, sich verselbstständigen und einem politischen Spillover in Bitcoin resultieren. Dann entsprechend eben dieser bullische Stint hier auf den Weg gebracht wird. Ich glaube weniger, dass das jetzt hauptsächlich hier durch die Entwicklung in China getragen würde, aber sie könnten sich verselbstständigen. Also es könnte durchaus eine Beschleunigung geben, sollte es eben jetzt hier zu einer Implosion des chinesischen Finanzplatzes durch eben den Kollaps von Evergrande kommen und dann entsprechend auch die chinesische Regierung Maßnahmen einleiten, um eben hier den vollständigen Kollaps der chinesischen Finanzwirtschaft eben abzufedern. Ausgehend von der Größe von Evergrande und dem systemischen Risiko, was das eben birgt. Und also diese Gedanken, wie gesagt, die sind nicht neu. Und sie passen derzeit auf jeden Fall auch ins Bild. Also derzeit sieht man unweigerlich, dass wir nach dieser erhöhten Volatilität, ganz besonders letzte Woche mit diesem kleinen Flash-Crash, den Boden bilden jetzt, dass wir einen entsprechenden Rücklauf, ich mache das mal wieder ein bisschen größer, einen entsprechenden Rücklauf hier über diese meiner Einschätzung nach relevanten Regionen um roundabout 47.000 Dollar zu sehen bekommen haben. Und wir können uns eben jetzt derzeit auch oberhalb hier konsolidieren präsentieren. Das schon seit geraumer Zeit. Also da gab es einen kurzen Flash heute früh, aber seitdem halten wir uns eben im Bereich hier um die 48.500er Marke und deutlich oberhalb von 47.000. Und das könnte man schon durchaus als bullisches Szenario eben hier interpretieren. Und infolgedessen würde ich sagen, besteht eine verhältnismäßig solide Chance, ehrlich gesagt, dass wir diese bullische Entwicklung derzeit eher fortschreiben und dass es über kurz oder lang zu einer nochmaligen Attacke eben auf die 50.000er Region kommt. Also das heißt, derzeit diese Entwicklung in China, die wir dort zu sehen bekommen, begünstigen potenziell eher weitere Aufschläge in Bitcoin, ganz besonders desto länger wir uns hier oberhalb von 47.000 Dollar halten können und es zu einer entsprechenden, ich sag mal, Akkumulation in diesem Zusammenhang eben tatsächlich kommt. Also das ist durchaus aktuell eine sehr, sehr starke Vorstellung tatsächlich. Und wir haben auch tatsächlich, also gleich kurzfristig betrachtet, aber ein klares Level gegen das wir riskieren. Und ich würde jetzt an der Stelle zum Beispiel sagen, allerspätestens, wenn wir unter 47 zurückrutschen würden, wenn wir in diesem Zusammenhang einfach den Trade als gescheitert betrachten, solange wir uns aber oberhalb halten können, ist eher damit davon auszugehen, dass es nochmal zu einem Lauf in Richtung, Querstrich über die 50.000er Marke und beziehungsweise darüber hinaus eben tatsächlich geht und wir Potenzial vielleicht sogar in Richtung der 52.500, 53.000er Region eben tatsächlich freilegen. So, ja, das also im Hinblick auf Bitcoin und die Entwicklung hier in diesem Zusammenhang, warum das eben aktuell dieses Umfeld rund um Evergrande eben für Bitcoin interessant ist. Wie gesagt, das ist nur nochmal aus dem letzten Jahr diese kurzen Ausführungen hier zum Tutorial. Und das wäre es soweit meinerseits tatsächlich dann auch schon zunächst einmal für heute gewesen. Ich gucke mal ganz kurz. DAX hat sich nichts verändert. Also handeln im Bereich um 15,7. Mal gucken, wenn wir jetzt unter den EMA 50 rutschen
uns unterhalb konsolidieren, könnte es sein, dass das der Wegbereiter nochmal für die Attacke auf die 15.6 ist. Das setzt allerdings voraus, dass wir uns dann auch entsprechend schwach in den US-Märkten präsentieren. Mal gucken. Also das sieht nicht stark aus, was der S&P uns gerade präsentiert, aber es sieht eben auch gar nicht schwach aus. Und demnach wäre ich ehrlich gesagt mittlerweile doch ein bisschen überrascht, wenn es da zu einem stärkeren Schub auf der Unterseite kommt. Wie gesagt, wir hoffen es, weil eine anziehende Volatilität in Summe sicherlich attraktiver wäre aus trading-technischer Perspektive. Im Bereich Einzeltitel, Kandidaten wie Nvidia, solange wir uns oberhalb von 220 halten können, eher bullische Kandidaten. Und das sollte man vielleicht so aus der Einzeltitelperspektive auch auf dem Schirm haben. Und ja, soweit wäre es das meinerseits dann erst einmal für den heutigen Tag gewesen. Ich schaue jetzt nochmal kurz hier in die Chatbox, ob dort Fragen aufgekommen sind, aber soweit ich das hier sehen kann, keine Fragen. Dann, ja, dann bleibt mir an der Stelle nichts weiter, als euch Happy Trading zu wünschen. Passt auf die Stops auf und wir hören uns morgen wieder, 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Wir gewohnt hier gemeinsam mit Markets. Vergesst nicht, den Kanal natürlich zu abonnieren. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das gefallen haben sollte. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt rund um irgendwelche Märkte, die ihr gerne betrachtet sehen wollt in den Wochenschluss hinein, auch dann über die nächste Woche, über die nächsten Tage, lasst mich das gerne wissen. Kontaktiert mich gerne, wie gesagt, über Twitter, schickt mir eine Mail, kommt auf meine Website jkminustrading.com, schreibt was im Forum, wenn ihr dort Fragen haben solltet, schaut in der Discord-Community vorbei, für besonders die US-Equities vielleicht, ich hoffe sogar, ehrlich gesagt, dass mir da irgendwas durch die Lappen gegangen ist. Also ich hoffe es natürlich jetzt nicht für mich aus trading-technischer Perspektive, sondern als Motivation, mich darauf aufmerksam zu machen, wenn ihr sagt, ja, der Titel, den hast du noch nicht beäugt, schau dir den mal genauer an, das ist dies, und deswegen ist das durchaus von Interesse. Ich würde mich riesig freuen, da von euch zu lesen. Und also, ja, soweit meinerseits. Morgen 10:30 Uhr haben wir uns wieder. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Bis dann. Habt euch wohl. Macht's gut. Und tschüss.